Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen, Servus und Grüße miteinander. Ja, ich habe noch einen alten Spielstand ausgewählt, wo der Greif noch da ist, bevor ich ihn entdeckte. Und jetzt möchte ich einfach mal wissen, wo ist er denn? Da hinten ist er. Und jetzt möchte ich einfach mal wissen, wie wir ihn jetzt wegmachen können. Heißt also, ich muss mir hier eine neue Strategie ausdenken. Denn ich bin ja hier damals reingegangen. Warte mal. Links ziehen. Mal verfolgen, wie er hier abhaut. Der geht nämlich hier runter oder auch... Manchmal geht er da runter. Aber ich warte lieber, bis er irgendwo stoppt. Ja, sehr schön. Vielleicht habe ich ja jetzt mal Glück, ihn zu verbrennen. Und wenn er da die ganze Zeit weiterhängt, haha, lustig, dann muss ich normalen Pfeilen weiterarbeiten. Das ist ja schön. Ah, jetzt haut er wieder ab. Ich bin jetzt echt hoch konzentriert hier. Ich hoffe, dass er nicht darunter fällt wie beim letzten Mal. Ich muss ihn einfach nur noch weiter teasen. Ja. Mann. Wird ja aggressiv hier. Es fehlt nicht mehr viel. Musik, die passt auch noch dramatisch dazu. Achtung. Ja, Erfahrung 140. Für den Greifen 140. Was ist denn das bitte sehr? Da ist er. 10 Federn. Das war vielleicht eine Anstrengung. Leute, jetzt habt ihr gesehen, wie ich den Greif erledigte. Das wird natürlich jetzt auch honoriert, indem wir abspeichern. Ja, der junge Greif. Dann gucken wir mal, ob wir den Ripper... Weil der ja da die ganze Zeit gegen den Felsen kloppt, ob wir den hier irgendwie... Nee. Nah dran sind wir ja. Ach, Mist. Das wird nicht. Das wird nichts bringen. Gucken, kommt er hier irgendwie lang? Hallo, Ripper, wo bist du? Ach, jetzt ist er wieder da. Hm. Feuerpfeile habe ich nicht mehr. Okay. Ich glaube, ich muss Zeit raffern. Er bleibt an der Kante hängen. Oh ja. Wir nähern uns dem Ende. Mein Gott. Aber ich habe ja wieder Baumstämme gefunden. Okay. Ja, der bringt ja sogar noch mehr Erfahrung als dieser Greif. Ja, ich weiß, dass du tot bist. Du brauchst jetzt hier keinen Aufstand machen. Kein grünes Schauspiel zu veranstalten. Sehr gut. Okay, hier oben waren wir noch nicht. Jetzt hier ganz besondere Kräuterchen. Gucken wir mal nebenbei, wie viele Pfeile wir haben. Ach, 85.
85 Pfeile, hier gibt es Heilwürzelchen. Aber ich muss hier ganz akribisch suchen. Also wirklich. Ich muss auch ehrlich sagen, so im Hintergrund, bevor ich jetzt hier diese Folge gestartet habe, habe ich versucht, den Greif, seine KI, was heißt KI, aber seine Verhaltensweisen mal zu studieren. Und dann wusste ich, wie ich rangehen konnte. Und da ist wieder so ein Rippi-Rippi. Hier ist wieder so ein Ripper. Den werde ich jetzt wohl nicht auf die gleiche Art und Weise eliminieren wie eben die Geschichte. So. Hinten ist noch mehr. Okay, das sind Blutfliegen. Vielleicht komme ich ja noch irgendwann mal wieder hier hin. Muss ich mich mal eben orientieren. Ach, da, hier schräg gegenüber ist dann halt eben wieder Tamora. Wenn mich nicht alles täuscht. Das ist hier diese Felsformation. Ist da hinten diese... ich und Lava, ne? Also wirklich. Okay, Doggy. Okay. War hier noch was Großartiges? Lass mal hier im Schnelldurchlauf. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Okay, dann gehen wir wieder zurück in Richtung Reifenfels. Ah, hier ist er hängen geblieben, okay. Und Athletics. Hier war ich noch nicht drauf. Beziehungsweise nachdem ich den Greif erledigt habe. In der anderen Folge war ich ja oben drauf. Aber soweit ich weiß, gab es hier nichts Großartiges, oder doch? Oh, es geht ganz schön weiter hier. Ach ja, hier ging es runter. Und da sind Goblinen und eine Heilpflanze. Ich kann hier runterjumpen, ne? Hallo? Bitte geh mal runter. Danke. Ah, der nimmt immer so einen weiten Absprung. Ah, da haben sie mich schon mal... Da haben sie mich schon mal... erspäht. Hm, ja, ihr kommt ja wohl nicht weit. Dann gehe ich mal lieber auf Nummer safe. Na, wo sind sie denn? Ach, Nummer safe, so ein Schwachsinn. Mist. Ja, hier bin ich. Hallo, hier. Nicht weglaufen. Ja, desto felsiger das alles ist, umso merkwürdiger die Verhaltensweisen der Kreaturen. Ist mir aufgefallen, wahrscheinlich euch auch. Ja. Ich würde mal sagen, bevor wir die Bloodfly dort in Angriff nehmen. Ach, Bloodfly. Das ist doch wieder die kleine. Das ist doch so eine. Ist das eine kleine oder eine große? Große Frage. Werden wir gleich wissen. Ich kann jetzt meine. Das ist eine kleine. Ah, hat mich getroffen. Wieso? Warum ist. So, auf ein neues. Du darfst mich nur einmal, genau richtig, nur einmal stechen. Beim zweiten Mal gehe ich nämlich immer kaputt, ist mir aufgefallen. Okay. Ja, manchmal ziehe ich das Schwert, um zu hören im Monitoring, ob ich synchron laufe. Oh Mann, wo sind wir denn jetzt? Das sieht aber sehr eremitabel aus hier. Ich denke mal, dass hier so ein Eremit wohnt. Ich weiß nicht, wer da wohnt. Aber ihr wisst's. Ich lasse mich überraschen. Da hinten ist noch so eine Fliege. Und dann nachher werde ich angegriffen. Ja, das war ein schönes Haus hier, meine Herren. Sieht schön aus. Super. Aber erkundigen wir uns doch ein bisschen hier nach der Gegend. Hier, Selbstversorger. Klasse. Oh, Feldknöteritsch? Ach so, das ist ja nichts Besonderes. Moment mal, wir sind doch hier Richtung Wachturm, oder nicht, oder was? Jedenfalls hier ist doch... Da ist der Wachturm. Ich höre Stimmen. Ich höre Stimmen. Da kommt das von hier? Nee, das muss wohl in der Nähe des Wachturms sein, oder im Wachturm. Okay. Machen wir mal. Hier haben wir wieder eine Kiste mit
Proviant, aber die ist nicht aufzuheben. Oh, hier ist ein Hintereingang. Wollen wir den mal nehmen? okay, können wir euch hier überschreiben. Ja. Ah ja. Immer durch den Hintereingang gehen. Das ist nämlich ein Tipp von mir. Ist hier jemand? Hallo. Ist keiner hier. Okay. Gibt's auch endlich wieder was zu futtern. Zu futtern. Das brauche ich. Und nähert. Oh. Klasse. Alles Fleisch braten. Okay, ganz geräuschlos haben wir das gebraten, das Fleisch. Lecker. Lecker, lecker, lecker. So. Es scheint wohl keiner hier zu sein. Wie spät haben wir es? 16.49 Uhr Gothic-Zeit. Ist denn hier wenigstens eine Truhe? Wahrscheinlich im oberen Zimmer. Oder im oberen Zimmer ist jemand. Nein. Oh, der hat's ja bequem hier. Und da ist die Truhe. Quest das verlassene Haus. Im Gebirge von Tamora habe ich ein einsames Haus entdeckt. Es scheint aber bewohnt zu sein. Doch wo ist der Besitzer? Das interessiert mich nicht. Hauptsache, hier ist genug Zeug zum Futtern und ein bisschen was. Oh, die Chroniken von Tamora 4. Gleich mal lesen. Die Chroniken. Aha. Chroniken von Tamora. Das ist etwas anderes. Band 4, da unten steht's ja. Ich bin blind. Die Herrschaft der Piraten ging so schnell, wie sie gekommen war. Im 9. Jahrhundert wuchs die Macht der Könige von Myrtana, die gezielt gegen die Seeräuber, die das gesamte myrtanische Meer unsicher machten, vorgingen. So kam es, dass eine Flotte der Myrtana die Piraten von Tamora angriff und nach bald zu Ende gehen sollte. Gut, das war eben mein Schnelldurchgang. Die, die das nachlesen wollen, die können ja gemütlich sich in den Sessel setzen und weiter nachlesen. Okay, weiter geht's. Ja, jetzt geht's einmal erstmal an die Truhe. Die ist bestimmt gut verschlossen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, da brauche ich einen Schlüssel für. Schlüssel? Ja. Und hier haben wir Bettchen. Was ist das? Das ist eine Flavorkiste. Ja. Das verlassene Haus. Vielleicht sollte ich mal zu verschiedenen Tageszeiten mal hier in dem Haus übernachten. Vorschlag zur Güte. Mal schlafen. Das heißt also, wir werden mal gleich mal bis, würde mal sagen, bis Sonnenaufgang, bis zum nächsten Morgen. Ich mach mal bis zum nächsten Morgen. Vielleicht ist das Haus ja nur irgendwie kurzzeitig verlassen. Ich weiß es nicht. Wir werden das mal nachforschen. Da ist ja auch eine Feuerstelle. So. Gucken, vielleicht ist ja hier. Dann gehen wir hier mal wieder hier hinten raus. Und? Ist hier jemand? Kann gar nicht kochen, schade. Hier war ich, glaube ich, noch nicht drin, oder? Da ist das Gleiche. Nö. Nee. Hier ist keiner. Dann werden wir nochmal eine Runde schlafen. Mal. Schlafe in dem richtigen Bett und der Mensch erscheint. Gehen wir mal bis mittags. Wenn ich bis zum nächsten Morgen gemacht hätte, da sind ja nur 2 Stunden Unterschied. Er wird ja wohl, wenn er dann hier ankäme, wohl ein bisschen länger bleiben. Auch hier. Niemand da. Ja, dann brauche ich auch jetzt den Nachmittagsmodus nicht nehmen. Naja. Gut. Da hinten war noch irgendwas. Nein. Was Flappendes. Oh, eine große Blutfliege. Na, herrlich. Können wir auf den Baum klettern? Gucke ich mal eben nach. Weil ich bin ja mit dem Baum
ganz gut Freund und kann ja sein, dass wir. Ja, das sind gleich zwei. Ja, die ist viel zu fest. Weil ich müsste doch jetzt mal hier in der Stadt ein bisschen was einkaufen. Wie zum Beispiel. Hey! Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Beile, Feuerpfeile. Gucken, ob ich irgendwelche komischen Sachen, die ich hier doppelt und dreifach habe. Hier, 11 Knüppelsche. Okay, 11 Gold. So. Dann gibt es sonst nichts. Ja, was haben wir denn hier an Pfeilen? Wir haben hier 282 Pfeile. Brauche ich nicht. Ich habe jetzt genug Holzstämme. Da muss ich auch noch irgendwie was machen. Dann haben wir hier Bolzen, dann haben wir hier Schmetterpfeile. Ja, die kaufe ich mal. Die haben bestimmt... Oh, die haben 15 Schaden. Bolzen haben Schaden 1 oder 4. Was steht da? Weiß ich nicht. Ja, das ist... Oh, Schmetterpfeile sind gut. Oh, Mann. Klasse. Ja. Dann Lars. Hey. Vielleicht hast du ja mal ein paar lustige... Ach, Rüstung kaufen kann ich ja auch noch. Zeig mir deine Ware. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Nur von 8 bis 12 und zwischen 14 und 18 Uhr werde ich dir was verkaufen. In der Mittagszeit aber will ich meine Ruhe haben. Komm also später wieder. Ja, dann geh doch zum Mittagstisch, Mensch. Steh da nicht so dusselig rum. 12.37 Uhr, na klasse. Dann wird er natürlich auch nichts verkaufen. Zeig mir deine Ware. Tut mir leid, aber jetzt der Verkauf findet jetzt... Ja. Genau, jetzt macht er Pause im Stehen. Trink doch mal einen Kaffee oder geh doch mal hier in die Kneipe rein. Ah, wie heißt die Kneipe nochmal? Zum lustigen Knappen, ja. Zeig mir deine Ware. Hat der auch Feierabend? Nein, der hat keinen Feierabend. Gut. Das wollte ich nur wissen. Stefan. Da muss ich aber erst noch mal was für ihn machen. Oh, hier. Dann gehen wir Mittagsschlaf. Jetzt machen wir erstmal Mittagsschlaf. Nee, nicht Mittagsschlaf. Wo kann ich hier meine Holzstämme sägen? Kann mir das mal einer verraten? Ob ich das... Wo ist denn das? Was merke ich mir doch eigentlich immer? Helene. Nee. Die wird mich wieder wegscheuchen. Ich habe doch... Moment mal. Ich habe ja Pfeile. Schäfte und Pfeilspitzen. Und ich habe ja auch Federn. Müsste ich doch wenigstens hier noch was vorbereiten können. 10 Pfeilschäfte, mehr nicht. Oh, okay. 20. 30. 40. Dann wird es das gewesen sein. Oder nur noch einzelne. 50. Ja. Gucke ich mich nochmal in dem Raum genau um und gucke, wo ist denn hier so ein Hackeklotz. Und ganz wichtig, eine Sägegeschichte. Habe ich irgendwas verpasst? Irgendwas übersehen? Kann mir nicht vorstellen. Nee, in den Häusern gibt es sowas nicht. Das wüsste ich jetzt. Danke. Ich habe gerade eine Eingebung bekommen. Wo es das gibt. Und zwar da hinten bei dem Waldmeister da hinten. So, bloß hier von den Dings fernbleiben. Mal da in der Richtung muss ich hin. In die Richtung meine ich.
Da ist doch so ein Waldmeister. Ein Holzfäller. Mit garstig lustiger Holzbedeckung. Wieso laufe ich denn jetzt hier plötzlich mit einem Mang? Wo kommen die denn plötzlich wieder alle her? Ja. Ach, da ist es. Okay, hier gibt's nicht viel. Laufen die noch hinter mir her? Nein. Naja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wo ist das? Ja, da ist er. Der Gunther. Sag mir deine Ware, was hältst du... Was weißt du über diese Orksöldner? Oh, cool. Was weißt du über die Orksöldner? Nicht viel. Eines Tages ist hier eine Flotte der Orks aufgetaucht und hat die Kerle an Land gesetzt. Ich glaube, das kennen wir. Seitdem belagern sie die Stadt. Oder? Weißt du, wie viele Söldner an Land gekommen sind? Nee. Meinst du etwa, ich hätte die Kerle gezählt? Ich habe weitaus Besseres zu tun. Weißt du zumindest, wohin die Ork-Flotte weitergesegelt ist? Nein. Warum auch? Interessiert mich doch nicht, wohin die gesegelt ist. Hauptsache, die Orks sind weg. Wir reichen schon die Söldner. Im Übrigen haben wir schon viel zu lange gequatscht. Ich habe noch viel zu tun, also lass mich in Ruhe. Ja, Gunther Wenzel. Ja. So. Erstmal sägen. Holzstamm sägen. Holzscheibengesicht. Ah, hier muss ich wieder. Schade, dass man hier nicht mehrere Baumstämme auf einmal sägen kann. Und ich muss immer wieder ein bisschen Abstand nehmen. Da kann man, hier kann man leider nicht hintereinander sofort mit... Okay, das war's. Weiter sägen. Ja, dann haben wir hier den Holzstumpf. Und da können wir 24 Holzscheibchen spalten. Dann den Rest. 10 Holzscheibchen, also habe ich 30. Und noch einer und vielleicht noch ein paar hinterher. Ja. Okay, das war's. So, ist das ein Baumstamm? Wieso denn schon wieder ein Baumstamm? Lustig, oder habe ich den übersehen gehabt? Ja, dann nehmen wir doch natürlich gleich mit. Ein bisschen arbeiten. Anstatt immer nur vor Viechern wegzurennen. Ach, irgendwie macht das Fun hier. So, und danach, ihr könnt es mir nicht verdenken, werde ich auf die Insel, nein, werde ich hier Tamora Stadt zurückgehen. Wunderbar, das ist auch eine gute Stelle hier. Denn da kann ich nämlich gleich hier rein an die Werkbank. Und beide arbeiten. Oder auch nicht. Das liegt natürlich wieder an den fehlenden Federn. Also Federn, ja. Moment mal, was sind das? Ein Hering, achso. Nee, Federn haben wir keine mehr. Das ist jetzt... Nee, 7 Stück. Nee, Feder zum Schreiben. Okay, dann haben wir keine Pfeilfedern mehr. So, weiter geht's. Jetzt habe ich wieder so gesagt. Ja, das ist halt eben typisch deutsch. So. Oder wahrscheinlich, weil ich unterm Dach von Rentnern wohne, die, wenn die durchs Treppenhaus gehen, dann sagen die immer... So, jetzt haben wir unsere Schuldigkeit getan. Wie war das nochmal mit den Öffnungszeiten? 14.25 Uhr. Hey du! Zeig mir deine Ware. Ja, wunderbar. Das geht. Und zwar möchte ich ganz gerne doch mal ein bisschen... Wie viel kostet die Fischsuppe? 20. Die bringt Lebensenergiebonus... Ach nee, Lebensenergiebonus 20 und 20 kostet sie. Na, ich brauche Waffen. Jede Menge Waffen. Hey! Zeig mir deine Ware.
Was haben wir denn hier? Bolzen. Feuerbolzen. Eisbolzen. Schmetterbolzen. Okay. Der hat nur Bolzen, der gute Lars. Hey! Finko hatten wir schon gehabt. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Band, ob er seinen Bestand aufge... Nee, hat er nicht mit Schmetterfallen aufgefüllt. Wahrscheinlich erst am nächsten Tag. Muss ja noch irgendwie... Irgendwie müsste ich doch noch mal runtergehen zum normaler Pfeil, Schmetterpfeil. 25 Schmetterpfeile. Dann versuche ich mal was. Ralf, Klaus, ja. Josef. Ich muss ja eigentlich noch zum... Ja, nee, ich mach's anders. Ich werde jetzt zum Schäfer. Ihm erzählen, dass der Greif tot ist. Das muss ich in dieser Folge noch erledigen, liebe Leute. Vorsicht, nicht so eng. An diese Ork-Söldner ran. So, wo waren das jetzt nochmal? War das jetzt hier runter? Nein. Da. Ja, genau, Richtung Adanos Shrine. Haut rein, ihr Shrine. Hier ist zum Glück alles gereinigt. Und jawohl. It is the man with the sheep. Und dann gucken wir mal nach, wie viele Punkte wir noch brauchen. Okay, aha. Da brauchen wir noch ein paar. Edgar, der Greif wird keine Schafe mehr reißen. Der Greif wird keine Schafe mehr reißen. Du hast den Vogel tatsächlich erwischt? Sehr gut. Hier hast du deine 200 Goldstücke. Danke. Jetzt kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Okay. Noch irgendwas? Warte mal. Wie steht's? Ausgezeichnet. Jetzt, wo der Greif tot ist, kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Ja, perfekt. Und er hat uns Lederbeutel gegeben. Die sind ja meistens immer unten, genau, ein Lederbeutel mit 100? Okay, er hat mich nicht beduppt. Ich überlege gerade, wohin jetzt des Weges? Weil die anderen Quests, die wir noch drin haben... Der Dieb, das verlassene Haus, Honigwaren, der Mann im Kerker, Wacholderbeeren, die sollen ja irgendwo hier in der Nähe sein. Da, wo der Holzfäller ist. Aber da sind mir viel zu viele von diesen grünen Mistviechern. So viel Stärke habe ich noch nicht. Uah, da sind sie ja schon, gleich im Doppelpack. Okay, die mache ich in der nächsten Folge. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Danke, dass du zugeguckt hast. Und gib mir einen Daumen und einen schönen Kommentar. Würde mich freuen. Okay, ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.